Ich beginne jetzt mit den Abnahmen in der dritten Reihe. Wir haben ja die ersten beiden, also eine Hinreihe, eine Rückreihe gearbeitet. Und jetzt beginne ich mit der ersten Abnahme. Und zwar wird die immer am Anfang und am Ende gearbeitet. Hier habe ich jetzt meine drei Luftmaschen gearbeitet. Faden auf die Nadel. Jetzt steche ich hier in den zweiten Maschenkopf ein, häkel das Stäbchen aber nur zur Hälfte ab, habe also noch zwei Schlingen auf der Nadel. Dann steche ich mit dem Umschlag auf der Nadel in den nächsten Maschenkopf ein, wieder nur zur Hälfte, habe drei Schlingen auf der Nadel und jetzt masche ich alle drei oder häkle ich alle drei zusammen ab. Eine Abnahme. Jetzt geht es rüber bis ans Ende der Reihe. Und da sehen wir uns dann wieder, damit ihr da auch ja, seht, wie man das macht am Ende der Reihe. Bis denn. Ich bin jetzt, ja, 1, hier seht ihr das, 1, 2, 3 Maschenköpfe vor Ende. Heißt, ein Maschenkopf muss ich noch mit einem normalen Stäbchen und dann geht die Abnahme wieder los. Eine Schlinge habe ich auf der Nadel. Jetzt kommt eine zur Hälfte abgemascht und dann nochmal ins allerletzte Stäbchen, quasi wieder in die dritte Luftmasche vom letzten Stäbchen rein. Zur Hälfte, also nur zwei Schlingen abmaschen, drei auf der Nadel und alle drei, ups, zusammen abhäkeln oder verhäkeln oder abmaschen, wie auch immer. Habt ihr jetzt hier an dem Ende auch wieder eine abgenommen und so muss das. Nur die Rückreihen machen wir komplett ohne Abnahmen. Da wird nichts abgenommen, sonst geht das zu schnell zum Keil. Und das sieht dann nicht mehr schön aus. Also erstmal wieder drei Luftmaschen, dann wenden wir. Wir laufen jetzt wieder auf der schönen Seite. Und damit wir jetzt nicht wieder zunehmen, ne? Nicht hier in die erste Lücke rein, in die zweite. Sonst nimmt er ja wieder zu. Wir wollen ja nicht mehr zunehmen. Wir wollen jetzt ja ein bisschen schräg laufen. Das muss ja ein bisschen. Also nicht so und nicht so, sondern so. Aber nur so ein bisschen schräg. Wenn wir jetzt zu schnell so laufen, zu sehr zum Keil, an beiden Seiten, weil dann laufen wir ja so. Dann haben wir schon hier, ich habe es mal ausprobiert, am Ellenbogen schon nur noch so viel Maschenanzahl, also so circa 10 Maschen oder ähnliches oder 20 und das ist viel zu wenig. Und dann das ganze Stück gerade runter, das sieht nicht schön aus. Deswegen, nee, Quatsch, wir sind eben auf der, was rede ich denn da? Wir sind eben auf der schönen Seite gelaufen. Innenseite, die schlechte Seite ist jetzt wieder, zeigt zu uns und da müssen wir jetzt einfach nur mit Stäbchen rüberhäkeln. Ohne Abnahmen. Dann nicht vergessen, hier wieder euer letztes Stäbchen ist hier. Ja? Und da müsst ihr hier also, ne, nicht da. Nicht da rein in den letzten Maschenkopf, sondern hier in diese dritte Luftmasche. Und da euer letztes
Stäbchen reinhäkeln. Okay, wenn es euch natürlich zu gerade aussieht, dann könnt ihr auch ruhig in den letzten Maschenkopf euer letztes Stäbchen arbeiten. Das müsst ihr jetzt selber sehen. Also entweder in den letzten Maschenkopf euer letztes Stäbchen oder in die dritte Luftmasche ganz am Rand euer letztes Stäbchen. Bleibt euch überlassen jetzt, ja? Ihr müsst euch selber schauen, wie es aussieht. Ja, ob ihr das so mögt, ob es euch so gefällt und oder ja, ob das euch vielleicht zu schräg wird, weil wir laufen ja wirklich so jetzt, ne? Wir müssen halt nur aufpassen, dass diese Schrägung nicht zu schnell so verläuft, sondern muss noch ein bisschen, naja, hübsch aussehen, ne? Und bis zum Schluss, bis wir quasi hier sind. Ungefähr bis da. Und dann kommt das Bündchen noch dran, ne? So fünf, also so 10 Reihen Bündchen. Und bis da ungefähr, wenn ihr den Ärmel so haben möchtet, so lang haben wollt. Ihr könnt ihn auch ruhig kürzer für euch arbeiten. Da müsst ihr aber aufpassen, wo endet ihr dann? Endet ihr schon hier? Da müsst ihr natürlich das Bündchen auch dementsprechend schon eher anfangen, ne? Wenn ihr hier aufhören wollt. Wenn ihr erst hier aufhören wollt, dann wirklich nur noch, ja, bis 5 cm sind das meistens für das, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich es zeigen soll. Ja, so, oh Gott, für das Armbündchen dran. Wenn ihr eins dran haben möchtet, ich weiß selber noch nicht, ob ich ein Armbündchen dran häkle. Ich habe keine Ahnung. Ich muss schauen, wie das Muster sich entwickelt. Hier bei der Wolle. Kann sein, ich mache mir ein Armbündchen dran, kann aber auch sein, ich lasse es. Und wenn das Muster so schick aussieht und alles und dann kann es genauso gut sein, dass ich da gar kein Armbündchen dran mache, sondern einfach das Muster für sich wirken lasse. Das dauert jetzt alles ein bisschen. Das ist nicht in ein paar Minuten erledigt hier. Wie gesagt, nur in den Hinreihen bitte. Am Anfang und am Ende. Also wenn die schöne Seite zu euch zeigt, dann die Abnahmen machen, wie ich es euch gezeigt habe. Am Anfang, am Ende. Wenn die schlechte Seite zu euch zeigt, nur gerade rüber häkeln, aber eben halt am Anfang und am Ende aufpassen, wo ihr da reinstecht. Das ist alles. Das hört sich jetzt so leicht an, ne? Aber wehe, man hat es vor sich. Ich wünsche euch jetzt erstmal gutes Gelingen. Ich melde mich, wenn der zweite Ärmel beendet ist und ich dann hier vorne zuletzt die Kapuze mit ein Häkel und nochmal vorne schön eine Blende dran mache. Okay, bis dann.